Was geht ab? Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier? Neuer Monat, neuer Döner des Monats. Der noch gibt Boss ist wieder am Start. Und die Jungs, die sind eh immer am Start. So, was haben wir da? Döner des Monats. Knuspriges Dönerbrot, Kalbhähnchen, Salatmix. Was? Rote Beete Hummus, Mango Chili Soße, frittierte Kartoffeln, Smoky Barbecue Sauce, weiße Zwiebeln, Schafskäse, Silka Chilis. Ja, okay, die letzten Zutaten haben sich seit den letzten Monaten gar nicht mehr geändert, oder was? Teller, wir hatten, ja, eigentlich hatten wir immer einen Teller. Man braucht eigentlich auch immer einen Teller für diese Dinger. So. Das ist meiner schon hier. Das ist nicht mal mehr im Döner. Das ist nicht essbar. Das ist zu voll, Mann. Ja, das ist so ein Döner, da braucht man Gabel. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass diese Barbecue-Sauce. Du bist nur Barbecue-Sauce schmecken. Ja, okay, aber die hatten wir ja schon mal. Die hatten wir schon mal, ja. Und da fand ich es, glaube ich, too much, ne? Ja, aber da hatten wir auch voll Barbecue-Sauce. Also der war Barbecue-Theme. Also da war echt nur Barbecue-Sauce. Man kann hier nicht reinbeißen. Es gibt kein. Boah, ein paar Bissen, ne? Bevor ich da irgendwas sagen kann. Ja, ja, klar. Da braucht man auf jeden Fall ein paar Bissen erstmal. Hummus ist am Start. Barbecue-Soße. Habe ich irgendwas von Käse gelesen? Ja, aber bei den Zutaten stand nichts mit Käse. Doch? Doch? Wo? Ah, doch. Vorletzte Schafskäse. Vorletzte Schafskäse ist am Start. Okay, thank you. Eine soßige Angelegenheit. Ist doch genau dein Ding. Soßige Angelegenheiten. Chilis sind wieder mal am Start, deswegen vielleicht scharf. Und Mango Chili Soße. Die merkt man wenig. Merkt man wenig? Ich glaube hier. Hier sieht man sie. Weiß ich bin eigentlich kein Fan von zwei Soßen. Ja. Und Hummus ist auch drin. Das ist ja fast auch wie eine Soße. Das sind dann so drei Komponenten. Dieses Ding hat nichts mehr mit dem Döner zu tun, Mann. Du merkst null Döner. Null Döner? Fleisch kommt gar nicht durch, oder? Und? Nee. Also absolut null. Und es ist irgendwie so zu sauer. Zu sauer? Okay. Die ganze Soße ist sogar nicht so ein bisschen sehr. Okay. Sie hatte die Woche eine Menge Döner. Oh, weißt du, wer mich letztens krass enttäuscht hat? Wer hier? Akadosh? Nein, nein, da war ich noch nicht. Den hebe ich noch auf. Food Factory! Achso, das habe ich gesehen. Ja, die sind. Ist das passiert? Die haben ja krass an Qualität abgenommen. Und weniger Inhalt und so, ne? Mega wenig Inhalt. Das war dreist schon. Warst du da in geraumer Zeit mal? Ich überlege. Ein Jahr oder so, vielleicht das letzte Mal. Ich kann mich nicht erinnern, keine Ahnung. Vielleicht war es auch an dem Tag richtig schlecht bei dir einfach. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dieses längliche Brot, dieses Sandwichbrot, war ja mal eine Zeit lang in. Ja. Das taugt mir gar nicht mehr. Mir taugt das gar nicht mehr. Auch bei Türkisch taugt es mir nicht mehr. Okay, da war ich schon länger nicht mehr. Hummus-Check. Ich glaube, das Sauge kommt vom Hummus. Von der roten Beete. Entweder das oder durch die Barbecue-Soße. Barbecue-Soßen-Check. Oh ja, die ist sauer. Die ist sauer, ja. Die hast du so klein, machst du viel. Es ist ein Kampf, Leute, ein Kampf. Aber immerhin ist das Brot wieder gut. Der Döner. Von allen Dönern des Monats. Essbarkeit am schlechtesten. Essbarkeit am schlechtesten, ja. Zu viel Soße oben drauf vor allem. Aha.
brauche noch ein paar Bisse, aber, geschmacklich ich nicht auf den letzten Tun. Geschmacklich nicht. Wenn du es mal dann hast du den keinen Bock auf diese Barbecue-Ding, sag ich dir gleich. Ich würde sagen, ich mag den Hummus tatsächlich. Rind und Chicken. Ein guter Mix. Das ist nicht gut strukturiert. Oben ist zu viel, unten ist zu wenig. Weil die Bissen hier würde ich jetzt sogar als sehr trocken bezeichnen. Da ist keine Soße mehr reingekommen. Die ganze Soße war oben drauf. Deswegen sammelt sich bei denen auch nicht die Soße unten beim letzten Bissen. Mhm. Hier, das ist ein soßiger Bissen, Leute. Mhm. Ja, geil. Zwiebeln, Salat, Fleisch, Soße, Hummus, fruchtig, fresh. Vielleicht auch nicht so saftig wie beim letzten Mal, bei anderen Locations. Gar keine Soße mehr. Wo ist die Barbecue-Soße hin? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also ich nenne es jetzt einfach Taste Fatigue. Das haben so Wettesser viel, die immer ganz viel von einer selben Sache essen. Ja, ich weiß. Und dann trinken die zum Beispiel kurz eine Cola oder so einen Schluck, damit das wieder einen anderen Geschmack hat. Das habe ich jetzt schon. Ich will es ja nicht sagen, aber ich habe diese Woche wieder bei Rollos gegessen. Der letzte. Das war geisteskrank. Ich kann nicht mehr vorstellen. Ich habe da mal die Döner-Teile mit Pommes probiert. Der war auch nach ihm mitnehmen. Für eine Stunde Transport, Mann, war der so saftig wie. Ja, ist auch gut, Mann. Und die kriegen es hin, aber auch die andere. Andere Milliarde kriegen es hin. Hat mir das beim letzten Mal. Beim letzten Mal, du konntest du besser essen. Ich besser essen. War nicht so oder war besser verteilt. Mhm. So ist auch besser verteilt. Mhm. Ich würde echt sagen, das ist jetzt ein Kampf, Mann. Viel Fleisch, aber sonst absolut gar nichts mehr. Keine Soße, kein Gemüse. Wie fandest du den? Ich mag mich gar nicht mal so schlecht. Ja, oder? Am Anfang. Rote Beete, Hummus. Fand ich ganz lecker. Ja, nicht essbar. Soße alles oben, nichts unten. Ja, Mann. Sehr schlecht. Ich mag das nicht, wenn du den nicht essen kannst. Ich musste, hab 5 Servietten verbraucht, um den zu essen. Und unten war nur noch, also ich sag wirklich, die Hälfte des Döners war nur noch Fleisch mit Brot. Ja. Ohne Soße. Ohne Soße. Trocken. Schmeckt dann auch. Sehr trocken, ja, ich habe hart gekämpft. Wenn du nicht so saftiges Fleisch drin hast, so richtig, keine Ahnung, richtig geiles Beef, dann wird's gehen. Aber dann wird's gehen, ja. Geht nicht. Von daher. Aber geschmacklich, wenn ich jetzt wirklich mal anschaue, insgesamt nicht so schlecht wie zum Beispiel Olive oder so. Das stimmt, ja. Aber. Wenn man die obere Hälfte vom Döner nimmt. Wenn man die obere Hälfte vom Döner nimmt, ja. Aber insgesamt? Ja, war die Barbecue-Soße auch zu sauer. Ist stark. Irgendwie war es zu sauer insgesamt. Hat okay angefangen, aber stark nachgelassen. Ja. Ja. So Kleinigkeiten war ganz geil, zum Beispiel diese Kartoffeln, die drin waren. Die haben mir auch überraschend getaugt, obwohl es nicht. Die fand ich eigentlich ganz nice. Ja. Mango-Chili-Soße, gar nichts gemerkt. Ja, den Hummus habe ich gemerkt. Der war ja unten drauf gestrichen, glaube ich. Dieses, den Hummus, der kam ab und zu durch, ja. Der war gut. Hast du rote Beete geschmeckt, sag mir ehrlich. Nee.
Aber ich muss. Aber es hat anders geschmeckt als normaler Hummus, das schon. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich will gar keine rote Beete schmecken. Boah, ich habe keine Meinung zu rote Beete. Ja. Okay. War ein Experiment. Das sind experimentelle Döner. Kann man mal versuchen. Aber vom, ja, vom Grundkonzept müssen die das mal ein bisschen umbauen. Dafür hast du dann so, wie du sagst, immer so eine Achterbahn im Geschmack. Achterbahn am Geschmack. Aber die Achterbahn ging irgendwie nur runter. Ich bin danach nicht mehr wieder hoch. Also was gibst du? 3,5, 4,5. Ja. Also ich gehe eher Richtung 3, weil der untere Teil hat mich schon hart runtergezogen. Der hat mich schon hart mitgenommen. Das war eigentlich gar kein Genuss mehr, das war ein Kampf. Und so soll es ja eigentlich nicht sein. Also bei Rodos hat mir jeder Bissen geschmeckt. Wirklich, jeder Bissen ist super saftig, mein ich Gott. Shit. Nummer 1, Mann. Er will eine Ansage gegen Franklin machen, Mann. Warte mal, wenn ich den nur mal sehe, dann muss ich dem mal sagen, dass er da hingehen soll, weil ich check diesen Typen nicht. Also wir sind kein großer Fan von Sendling Spezial. Echt gar nicht. Ich habe ihm mehrere Chancen gegeben. Jedes Mal hat er mich enttäuscht. Und Franklin hypt den so hart, Mann. Franklin mag ja auch Django's. Er mag beide, aber er mag Sending Spezial mehr, was ich halt gar nicht verstehen kann, weil Django's ist echt ein guter Döner. Der ist so tausendmal besser als Sending Spezial. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das reinschneiden kann. Er erzählt gerade, dass er bessere Smashburger macht als jeder Laden, den ich bisher hatte. Was auf jeden Fall möglich ist. Wenn du zum Beispiel so normales Rinderhack nimmst vom Metzger, ne? Ja. Dann nehmen die halt so alles Mögliche da rein. Ja. Wenn du jetzt aber richtige Cuts nimmst, zum Beispiel nimmst du ein bisschen, normal nimmst du halt, du musst halt so eine gute Fett zu Fleisch haben. Ja. So. Ich sag so, die meisten nehmen 80-20, aber wenn du so 75, so 25 nimmst oder so, ja. Und dann nimmst du so Short Rib, Brisket und dann noch so ein bisschen, keine Ahnung, ich sag dir, das ist Game Changer. Das Ding schmeckt komplett anders und das macht kein Laden hier, sag ich. Weil dann kannst du keinen Smashburger anbieten für 5 Euro oder so. Boah, keiner bietet Smashburger für 5 Euro. 10er, ja. 10er ist ungefähr. Das ist eher so 15 bis 20. Das ist ein Gamechanger. Das ist wie wenn du ein Steak isst. Ja. Und du isst es halt so ein normales Steak oder du isst ein Wagyu-Steak. Okay. Ja, ist es ein Unterschied oder nicht? Das ist ein Unterschied, ja. Ja, genau. Das ist gleich, allein von der Fleischqualität sind die alle nicht so geil, wie sie sein könnten. Und ich bezweifle, dass irgendeiner von denen seine eigenen Buns macht. Die kaufen die doch alle ein. Im Großhandel. Also die beliebtesten Buns sind halt diese, die Goldies groß gemacht hat, das sind so Potato Buns von Martins, genau. Und die meisten beziehen. Ich finde Brioche Buns geil, sag ich ehrlich. Boah, weiß ich nicht. Ich finde die Buns schon sehr geil. Die machen schon einen Unterschied. Aber die machen die auch nicht selber, sag ich dir. Nee, die beziehen alles von diesen Martins. Siehst du, und es ist nicht so geil, wenn du selber machst. 100% frisch gemacht, schmeckt anders. Der noch kritischere Boss nennt Holle zu kritisch. Ja, teilweise, kennst du das, wenn er sich so, lässt sich dann irgendwie die Döner liefern, so an der Kamera, und dann passt irgendwie ein bisschen nicht und dann ist schon der ganze Döner irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst. Er beißt durchs Fleisch gut, aber es ist dann doch nicht zu dick genug. Ja, er philosophiert manchmal ein bisschen zu viel. Ja, wo ich mir denke, so, an sowas überhaupt beim Essen, kein Mensch mehr, das einfach schmeckt. Das erinnert mich so an Deutsch-Grundkurs, irgendeine Essay muss ich schreiben und da muss ich das doch schön ausfüllen, ja, damit ich auf die Wörter komme. Er sucht das Haar in der Suppe, so. Quatsch. Okay, er sagt gerade, es ist schwer, einen Laden an einer Performance zu bewerten, weil eine Menge Faktoren spielen eine Rolle. Außer das die können mal schlecht gedacht haben. Ja, außer Kebab. Stelle. Heißt es, dass du Orleans Kebab nochmal eine Chance gibst? Okay, ja, von mir aus, aber erst in einem Jahr. Digga, ich weiß nicht, ob wir uns da noch blicken lassen können. Er raged weiter gegen Franklin und Sendling Spezial und hypt seinen geliebten Golos. Den du auch feierst. Ich feier den auch. Also wir überlegen, wie wir den auf die Karte setzen können. Ich schreibe ihn an, ich werde Social Media von dem Manager, was weiß ich. Wir begreifen sie, auf jeden Fall. Wir sehen uns. Wir sehen uns, servus. Das war's von mir, dem noch kritischen Boss und Hans Kebab, Döner des Monats. Ja, Mango, Sweet Chili Soße und Rote Beete Hummus. Ja, Mango, Chili Soße gar nicht geschmeckt. Rote Beete Hummus war ganz lecker, aber ist eigentlich auch untergegangen. Ich muss sagen, der Hans Kebab Döner allgemein oder zumindest Viktualienmarkt ist ein bisschen unterdurchschnittlich. Also wenn man Glück hat, dann ist er solide. Plus dann halt die wilden Zutaten, aber diesmal war er wirklich unterdurchschnittlich. Was halt schade ist, weil der hat schon Potenzial, zumindest immer solide zu sein.
Das wird nicht voll ausgeschöpft. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Quines wird wild.